Machen Sie es sich bequem, gleich geht es los mit dem Qualifying hier in Kuala Lumpur. In den nächsten Minuten werden wir herausfinden, wer die nötige Leistung hinlegen kann und wer nicht. Letztes Jahr hatten wir in Malaysia ein grandioses Rennen. Ich erwarte also ein ebenso faszinierendes Wochenende in diesem Jahr in Kuala Lumpur. Es gibt mindestens 3 oder 4 Fahrer, die morgen Chancen auf einen Start aus der ersten Reihe haben. Es ist also schwierig vorherzusagen, wer die Nase vorn haben wird. Ich bin sicher, dass wir heute ein spannendes Qualifying zu sehen bekommen. Ja, hoffe ich auch. Hallo und herzlich willkommen zu Part 5 der Meisterschaftssaison mit Nico Hülkenberg im Force India. Und wir laden mal unser Setup für das Qualifying. Haben wir nämlich hier noch was? Ah, das ist sogar noch eingestellt. Super. Klasse, klasse. Los geht's. Hallo? Gut. So. Haben wir Leute vor uns, haben wir Leute hinter uns, die Frage. Halt. Jetzt, wo ich das gerade gesagt habe, kann ich ja mal was ändern hier. Und zwar Grafikoptionen, erweitertes Setup. Nö, das wollte ich nicht. Videomodus. Nee, wo kann man das denn einstellen? Ich habe das irgendwo gesehen, dass man das einstellen kann. Rennleitung, zurück in die Garage, nö. Okay, machen wir das später. Ich wollte eigentlich die, Streckenkarte mal auf ganz umändern, damit ich mal die ganze Strecke sehe. Aber irgendwie wollte das nicht. So ein bisschen hier mehr ausholen jetzt mal. Geringes Regenrisiko ist immer gut. So, versuchen wir mal, dass hier gleich diese erste Runde hier stimmt. Okay, das war nicht so gut. Dafür war das hier besser. Oh Gott, das sind Leute vor uns. Halt so mittelmäßig. Schon. Boah. Ist wieder weit raus. Nicht so das, was man will. Die Reifen sind so heiß. Mach mal ein paar Kurven langsam. Wir müssen sie abkühlen. Bla bla bla. War zu schlecht. Ich hänge gleich nochmal eine ran. Und ich habe auch vergessen, auf Fett zu schalten. Ich dubbel. Und die Bremsen habe ich auch nicht umgestellt. Ich dubbel. So, machen wir das mal. Fett. Und Bremsen in Front, bitte. Dankeschön. So, dann will ich mal das Benzin beobachten. Sondern hoffen wir, dass diese Runde was wird hier. ...1,42,9 ist natürlich nicht das, was wir wollen. Das war besser. Ah. Bisschen gegenlenken müssen. Ein 2 Zehntel langsamer, um Gottes Willen. Wieder. Das war schlecht. War alles nicht so gut. Vielleicht hätten wir die Runde vorher doch zu Ende fahren müssen. Die hier ist deutlich schlechter. Oh Mann, oh.
So, dann hängen wir doch noch mal eine ran, würde ich sagen. Nee, das ist schlecht, das ist grauenvoll. Das ist grauenvoll. Das war wieder nicht so doll. Ich bin gerade nicht so drin. Mal hier ein bisschen langsam und hau gleich nochmal eine Runde raus. Den gleichen Reifenversatz. Ich will eigentlich nicht nochmal. Ja, ich kann den ja zerstören, den brauchen wir ja nicht mehr. Den Reifen schon hier. Wir sind nur Siebter. Das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht schön. Das ist schade gerade. Vielleicht sind die Primes doch nicht so schlecht oder die Runde war einfach extrem gut vorhin. Ist auch möglich. So, jetzt sind unsere Reifen natürlich kalt. Aber wir versuchen das Beste jetzt. So, hoffentlich funktioniert es jetzt. Alles klar. Das war schlecht. Das war so schlecht. Und dann läuft es nicht. Training lief es gut. Aber jetzt. Ach, Wycombs, was machst du? Ja, das war nur... Lol. Ich verstehe es gerade nicht. Wieso? Ich verstehe... Nee, egal. Ich will das gar nicht verstehen gerade. Das war auch schlecht wieder. Eieiei, wir extenden hier wie ein Weltmeister. Gut. Das war sehr gut jetzt. Das war jetzt wirklich sehr, sehr gut. Hoffentlich wird die Runde. Bitte, 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 bitte. Ich wollte eigentlich nicht in den ersten Gang schalten. Das ist schlecht. Das ist nicht gut. So, ich versuche nochmal alles. Zehntel? Hä? Wie geht das? Ah lol, kein Benzin mehr. Egal, ich geh nochmal raus, weil das lasse ich nicht auf mir sitzen. Das lasse ich nicht mehr auf mir sitzen. Definitiv nicht. Das ist mir ein bisschen unverständlich gerade.
Ja, aber ich bin nicht zufrieden, ich bin nicht zufrieden. Abnutzung 19%, 13 Runden, 18 Runden. Ich gehe die mal ausgewählt anpassen, beenden und gehe zur Strecke und fliegende Runde. Los geht's. Hopefully jetzt besser. Bitte, bitte, bitte. Ach ja, genau. So, go, 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 würde ich sagen. Alles klar. Regnet's? Nee, sah nur so aus. Aus irgendeinem Grund war der zweite Sektor schon mal schneller. Ja, der erste. Es war eine sehr vorsichtige Runde, aber anscheinend waren wir schneller. Das ist wirklich lustig. Ich kann momentan echt nicht einschätzen, wann ich schneller bin oder nicht. So, es fühlt sich nicht so schnell an, die Runde, aber ich bin anscheinend ziemlich schnell unterwegs. Das wird eine deutliche Verbesserung. Das ist P5. Klasse. Sehr schön. Hier auch raus beschleunigt wieder. Versuch nochmal einen draufzusetzen. Das wäre schön. Egal, 13 hinten, ich verstehe es nicht. Verstehe es gerade echt nicht. Untersteuern. Das war diesmal besser. Wow, und da dreht man sich mal schnell weg. Gut, dann fahren wir an die Box jetzt. Ist ein bisschen zu optimistisch hier. Ich bin zufrieden mit der Zeit. Super zufrieden. 1,38,9 ist klasse. Wirklich, wirklich klasse. Mal Boxleinfahrt hier üben. Gut, los geht's. Oder besser gesagt, los geht's. So, gelbe Flagge vor mir, warum? War jetzt nicht mehr. 1,3 Sekunden nur hinter Rosberg. Das ist super, super, super gut. Wenn die Anzeige stimmt. Da bin ich jetzt richtig froh über die Zeit gerade. Es war anscheinend doch eine recht gute Runde, obwohl sie sich gar nicht so extrem super angefühlt hat. Aber ich glaube, man muss da einfach zum Teil den richtigen Zeitpunkt erwischen. So.
Noch 3 Minuten. Ich denke mal, an der Stelle können wir auch die Session aufgeben, weil das hat jetzt überhaupt keinen Sinn mehr, hier weiterzumachen. Hopp, hopp, hopp. Gucken wir nochmal schnell Session-Info, gucken wir nochmal schnell hier, wo wir sind. Wir sind Fünfter, wir sind... Wer ist denn da, der nicht da sein sollte? Rosberg vor Hamilton, vor Raikön, vor Vettel. Ja, wir sind hinter den beiden, hinter den 4 üblichen Verdächtigen. Also Rosberg vor Hamilton momentan, lustig. Gut, dann würde ich mal sagen, dann geben wir die Session auf, beenden die Session. Und dann gucken wir mal, wo wir landen. Qualifying ein großartiges geleistet. Beide Silberpfeile stehen beim Rennen morgen in der ersten Startreihe. Im Rennen morgen werden sie nicht zu stoppen sein. Falls sie nach der ersten Kurve noch die beiden ersten Plätze belegen. Aber natürlich haben sie in der Formel 1 viele schnelle Starter im Rücken. Haben sie in der Tat. Und wir sind auf einem fantastischen 5. Rang vor den beiden Williams. Das hätte ich niemals für möglich gehalten. Nochmal ein Platz besser als... als wir positioniert waren in Australien, und ich denke mal, wir werden noch ein bisschen besseres Rennen jetzt hoffentlich haben. Mal gucken, was wir für ein Rennen haben. Ich weiß nicht, ob es trocken wird oder regnet, keine Ahnung. Sehen wir dann auf jeden Fall. Das seht ihr morgen, denke ich mal, 16.30 Uhr. Joa, bis dahin. Tschüssi, haut rein.